Gab es in den 80ern, 90ern irgendwo auf der Welt, wo wir es nicht vermutet hätten, eine coole Hip-Hop-Rap-Szene? Ich finde ja generell alles aus den 80ern spannend. Selbst wenn es scheiße ist, finde ich es spannend. Ich war auf jeden Fall bei Curtis Blow und der war eine Nacht mit mir unterwegs. Und wir sind auf zwei Jams gegangen. Hat der Rapper Tuni eine zweite Chance verdient? Kann Deutschrap sich gegen Trap und Corona durchsetzen? Top 3 underrated New York MCs aus den 90er Jahren. Ich musste so ein bisschen überlegen. Die finden meine Kappe nicht geil. Die sagen irgendwie, dabei frage ich mich viel eher, ob die sich mal keine Gedanken machen um meine Haare oder so. Naja. Herzlich willkommen zu Frag Falk, Teil 11 müsste es jetzt, glaube ich, sein. Und ich muss mal ein paar Korrekturen machen aus den alten Folgen, weil ich natürlich nicht immer recht habe und immer perfekt bin. Also, fangen wir mal an. Diese sehr prägnante Hi-Hat am Anfang, also dieses Tick, 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 Tick. Und zwar ist das ein Stöfchen. Das Stöfchen, das ist nämlich der Übersetzungsfehler, glaube ich, gewesen. Das Stöfchen, von dem ich gesprochen habe, der Teewärmer, mit dem Havoc die Hi-Hat von Shookbones Part 2 gemacht hat, das Bullshit. Es ist der Funkengeber bei einem Herd, wenn man das anmacht, wenn man etwas kochen will. Was man kocht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da hatte ich einen Übersetzungsfehler. Ich muss aber sagen, ich finde es viel spannender, wenn er das wirklich mit so einem Teewärmer machen würde. Das wäre nicer. Dann natürlich heißt der nicht Lior Cohen, sondern Lior Cohen. Aber ich und Aussprache, das ist einfach schon immer ein Problem gewesen. Dann haben mich sehr viele darauf hingewiesen, dass Falco ein Österreicher ist. Ja, das ist er. Und diese Diskussion um den ersten deutschen Rapper und so, das ist, das beschäftigt viele. Und wir haben einen gehabt, der meinte, Heinz Erhardt ist der erste deutsche Rapper. 1944 hätte er Double Time Flows gemacht. Wir kommen in einer der späteren Frag-Falk-Folgen auch noch dazu, wie, was, wo, wie definiert man das eigentlich? Da erkläre ich mal so ein bisschen, wie ich dazu stehe und in Bezug auf Sprechgesang, weil das würde ich sagen, dass Heinz Erhardt gemacht hat. Für mich ist das nämlich Sprechgesang. In Bezug darauf ist Heinz Erhardt also ein Sprechgesangssänger, der eine Mutter hat von Sprechgesangsartisten. Aber nichtsdestotrotz, Sprechgesang ist sehr alt, gibt es seit der griechischen Antike. Und wen das ein bisschen näher interessiert, in der Battle-Rap-Folge bei Rap ist Kampfsport, dem Podcast, den ich mit Nico Backspin mache, den ihr auf dieser hören könnt, und zwar ohne, dass ihr euch da zwingend anmelden müsst. Das kann man auch so hören. Checkt das aus. Ihr findet in der Linkliste, der Kommentarleiste dieser Folge hier dazu den entsprechenden Link. Ansonsten könnt ihr jetzt, wenn ihr es nicht eh schon getan habt, auf 1,5 Abspielgeschwindigkeit machen. Wusstest du das eigentlich? Wusstest du, dass man 1,5-fache Abspielgeschwindigkeit, kann man schneller Podcasts und so hören? Na, okay. Kommen wir jetzt mal zu den ersten richtigen Fragen. Wir haben hier Flow Rider, wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Da steht im Booklet des Clips-Albums Hell Hath No Fury von 2006 findet sich auf den damals noch obligatorischen Seiten für Danksagungen und Shoutouts ein Special Shoutout to Detta Thomas Kuhn. Kein Witz nochmal extra. Kannst du dir die auffällige Ähnlichkeit des Namens dieser ominösen Person zum deutschen Schlagersänger Detta Thomas Kuhn erklären? Beziehungsweise weißt du was dazu? Weil selbst wenn es womöglich ein Wortspiel mit dem Begriff Kuhn ist, warum ausgerechnet Detta Thomas? Es ist zudem die letzte Danksagung auf der Seite und als einzige mit Special Shoutout markiert. Was geht da bei Clips und dem Detta? Also ich habe das tatsächlich dann mal versucht herauszufinden. Wenn es nicht stimmt, weil ich habe die Platte nicht, ich kann nicht nachgucken, dann hast du mich nice hops genommen. Ich habe dazu aber auch nichts gefunden. Der Detta Thomas scheint da, also zumindest offiziell gibt es dazu nichts. Aber es gibt ja Leute, die diese Platte haben. Das heißt, ihr könnt mal für mich jetzt da nachgucken, ob da wirklich Detta Thomas Kuhn gegrüßt wird. Weil dann würde ich vielleicht den Herrn Kuhn selber mal anschreiben und mal fragen, ob ihm das auch schon untergekommen ist. Tony Clifton 51. Wisst ihr noch, wer Tony Clifton ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Frage.
Ist dir der Berliner Rapper Bektasch ein Begriff? Er hatte ein paar Releases, die eher durchwachsen waren. Er sollte aber ein Album auf über Major rauskommen, namens Alice im Wunderland. Ja, Alice im Wunderland, so. Du schreibst Sony, also er war auch bei Sony BMG damals, aber ich meine, dass dieses Album angesagt war für Jive Records, dem Label, auf dem Curse auch veröffentlicht hat. Und wo die Bock auf den Beat, Jungs und Mädels, nämlich Momo, Rados Bokel, fast mal so mäßig, also zumindest lag deren Bewerbungsmappe bei Jive auf dem Tisch. Mit Mappe meine ich, das war so mit VHS und damals wurde ja noch Papier ausgedruckt und ein Fax geschickt. Das lag da auf jeden Fall. Das Ding wurde aber im Schrank verbuddelt. Keine Ahnung warum und wieso. Hast du davon was mitbekommen? Hast du es gehört? Nein, ich habe es nicht gehört, das Album. Zeitlich reden wir von 2000, ja, ich glaube 1, 2. Warum ich frage? Auf Arte gab es mal eine Doku über Bektasch, wo er selber ein Fragezeichen hinterknallt. Auf jeden Fall lief da im Hintergrund ein Track von ihm. Bitch Moves versus Fake Ones. Der Track war dope. DJ Smallface hat das produziert oder hat Anteil an dem Album gehabt, weil die beiden Homies waren. Dann schickt er noch Grüße an einen Basketballplatz. Grüße von mir auch. Er würde das Album gerne mal hören. Und dann fragt er, was ist mit Bektasch? Er kann seit 15 Jahren, kriegt das nicht aus dem Kopf. Also, ich kann es dir konkret nicht sagen. Du kannst Bektasch aber auf Facebook mal auschecken. Er ist da. Und kannst ihn mal selber fragen, weil konkret weiß ich es nicht. Husti Otzen, geiler Name, fragt erstmal Props an dich, Falk, und auch an alle Fragenstellerinnen. Schön zu sehen, was die Leute so interessiert. Ich habe zwei Fragen. Erstens, Vinyl-Digger wissen, dass es eine coole Jazz-Szene in Japan gab, eine Psy-Rock-Era in Sambia und Rock'n'Roll in Ägypten. Jetzt frage ich mich, gab es in den 80er, 90ern irgendwo auf der Welt, wo wir es nicht vermutet hätten, eine coole Hip-Hop-Rap-Szene-Ära. Kann ja sein, dass Rap aus Indonesien voll an mir vorbeigegangen ist. Achso, das ist die zweite Frage. Jein. Ich finde ja generell alles aus den 80ern spannend. Selbst wenn es scheiße ist, finde ich es spannend. Das heißt nur, dass ich es dann nicht den ganzen Tag höre, aber interessant finde ich es allemal. Und jetzt so richtig auf das, was du anspielst, ja, jein, schwierig. Das ist noch nicht so richtig ausgebuddelt. Also die Sachen, auf die du dich beziehst, wenn du eine Musikszene in einem Land hast und da sind irgendwie 2000 Künstler, die daran teilnehmen und 20 davon machen irgendwie dann eben, keine Ahnung, Psy-Rock in, was, wo war das? In Gambia, Namibia, Sambia. Dann findet das ja unter Ausschluss der jeweiligen Szene-Wahrnehmung statt. Aber wenn ein Plattendigger da reingeht, das sammelt und eine Compilation macht, so wie zum Beispiel hier diese Bosporus Bridges, eine weite Selektion von türkischem Jazz und Funk, dann heißt das ja nicht, dass das die komplette Szene war. So. Von daher, es gibt da definitiv was, aber was Rap betrifft, ist da jetzt noch nicht so viel ausgebuddelt worden. Was war die schönste Oldschool-Jam, auf der du selber warst? Wieso hat sie dir so gut gefallen? Von was warst du geflasht? Er dankt im Voraus, ich soll so weitermachen. Und er sagt, ich bin dankbar, G-Style Voice. Ja. Wir bleiben alle Gangster. Das Krasseste, ich wollte immer auf so eine 70er-Jahre-Blockparty-Jam. Das war so mein absoluter Traum. Und ich glaube, das Nächste, was ich da jemals gekommen bin, also abgesehen von den Audioaufnahmen, den Tapes, die man sich inzwischen auch auf YouTube anhören kann, aus den 70er-Jahren, wo man das halt audiomäßig nachvollziehen kann, der Rest im Kopf stattfindet, hatte ich das große Glück, einmal 2001 in New York sein zu können. Anlass war eine Compilation mit Classic Rap Artists. Ich glaube, die hieß irgendwie Old School, irgendwas, ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall bei Curtis Blow und der war eine Nacht mit mir unterwegs. Und wir sind auf zwei Jams gegangen, die im Grunde zweimal in eine Turnhalle geführt haben.
Und einmal war das bei den Cold Crush Brothers und wir standen halt vor der Tür und dann kam so Melly Mel, Grandmaster Melly Mel an, in einem weißen Anzug mit einem weißen Cowboy-Hut und weißen Cowboy-Stiefeln. Das war einfach so, wow, okay, krass. Und der zweite Teil der Nacht, da waren wir auf einer anderen Party, da bin ich reingekommen. Es war stockdunkel, alle waren wie bei so einer Prom-Night ziemlich schick angezogen, waren auch wahrscheinlich alle Ü40 und dort habe ich so eine hohe Stimme, so eine quäkende Stimme gehört, aber ich konnte nicht sehen, wer das ist und es war auch total übersteuert, weil die Anlage war eigentlich komplett scheiße. Und irgendwann habe ich geschnallt, Moment mal, das ist doch die Stimme von Dagi Fresh, oder? Und dann hat Curtis Blow mich mit auf die Bühne genommen. In der ersten Reihe sind sie halb in Ohnmacht gefallen. Also sein Swagger hat vor 20 Jahren, nach 20 Jahre später, nach seinem größten Hits immer noch sehr gut funktioniert. Und es war tatsächlich Dagi Fresh. Und das war so, wow, Alter, was geht hier ab? Ich war die ganze Zeit nur in so einem, ja, wie soll ich sagen, in so einer, wie in so einem Zeitreiseding und war einfach nur geflasht. Das Wort passt auch sehr gut in die Zeit. Nephew, hat der Rapper Tooni eine zweite Chance verdient? Und daran anknüpfend, wie findest du es, wenn Hip-Hop-Portale bestimmte Künstler grundsätzlich boykottieren bzw. sich weigern, ihnen irgendeine Plattform zu geben? Ich kann das in Bezug auf Tooni gar nicht persönlich sagen, weil ich mit ihm direkt nie etwas zu tun gehabt habe. Ja, soweit ich das mitbekommen habe, was ich mitbekommen habe, hat er sich ja selber zurückgezogen. Es gab wohl da auch irgendwelche Probleme mit rechtsnationalen Äußerungen, aber so 100% weiß ich das auch nicht. Das bezieht sich dann im Grunde für mich auch auf den zweiten Teil der Frage. Ich kann alle Kollegen verstehen, die sagen, wir berichten nicht über Künstler, die grundsätzlich gegen die Grundwerte des Hip-Hops, was auch immer das dann am Ende sein mag, darüber kann man sehr viel diskutieren, verstoßen. Aber ich glaube, eigentlich geht es vielmehr darum, die sozusagen sich selbst in diesen rechtsnationalen Sektor begeben, weil das passt einfach überhaupt gar nicht zu Hip-Hop. Und wer das aktiv macht und sich nicht davon distanziert, der hat für mich auf Hip-Hop-Plattformen auch nichts zu suchen. Und das ist es eigentlich dann auch schon auf den Punkt gebracht. Ich wüsste auch nicht, was man da noch so viel drüber labern sollte. Es ist Fakt. Wer rechtsnationale Positionen vertritt, darauf angesprochen wird und diese nicht widerlegt, der hat hier einfach nichts zu suchen. Hausverbot. Was heißt Hausverbot? Was will der hier dann überhaupt? Das ist die eigentliche Frage, oder? Martin F., wieso gibt es den Put the Needle to the Record-Katalog nicht als digitale Releases? Ah, okay. Warum man das nicht streamen kann? Also Put the Needle to the Record ist ja Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre insolvent gegangen. Das heißt, das ist einfach wahrscheinlich ein ungeklärtes Problem. Wie will man Abrechnung machen? Das betrifft... Also das konkret betrifft nicht alle, aber es betrifft generell viele Indie-Labels aus den 90ern, dass wie will man das machen ohne zu viel Aufwand, nochmal alles abtelefonieren, nochmal alles nachverhandeln, geht das überhaupt, wo sind die Rechte eigentlich? Also das hängt in der Luft und ist problematisch und deswegen findet man viel von dem 90er-Kram tatsächlich nicht auf den Plattformen. Fact True fragt, kann Deutschrap sich gegen Trap und Corona durchsetzen? Ich verstehe die Frage nicht. Ich weiß nicht, was die Frage so richtig bedeutet. Aber ich sag mal ja. Daniel Ebert, was gab es für Museumsausstellungen über deutschen Hip-Hop? Ich habe mir das da netterweise darunter notiert. So viel gab es eigentlich noch gar nicht. Ich glaube, die Zeit, die kommt erst jetzt. Also das wird langsam Stück für Stück anlaufen. Eine Sache, die ich mitgekriegt habe, die gefühlt von außen noch etwas größer war, hat stattgefunden im Rock- und Popmuseum in Gronau, so grob vor 1,5 Jahren. Da wurden frühe Artefakte der Deutschrap-Szene, aber aus den 90ern
ausgestellt. Und Rick Ski von LSD war damit am Start. Piranha hat das, glaube ich, moderiert. Und ja, also da kommen erst noch Sachen. So, Ecstasy Swoosh fragt, wann ist ein Song Hip-Hop? Falco hat auch in der Kommissar gerappt, aber er war kein Hip-Hop. Wo verläuft da die Grenze? Genau, das hatte ich ja am Anfang schon angesprochen, dass es halt so eine Frage ist, wie definiert man das aus? Und wenn wir jetzt mal den Fall Falco nehmen. Falco sagt von sich selber, er ist kein Rapper und er ist kein Hip-Hop. Er fand es interessant und spannend, aber das ist nicht er, das ist auch nicht seine Kultur. Was ist seine Kultur? Er war Funk-Fan, Funk-Bassist, er war 100 Pro Rock- und Jazz-Fan und das sind seine Einflüsse und da würde er sich auch einordnen und definieren, nur eben bei Hip-Hop und Rap nicht. Warum sollte ich das dann machen? Oder ihr? Dementsprechend ist die Selbstdefinition für mich ein entscheidender Faktor. Das heißt, wenn ich den ersten Rapper suche in Deutschland, dann müsste es im Augenblick per Definition, das kann man ja noch erweitern, bisher finde ich das aber die logischste Lösung, die ich finden konnte, dass derjenige, der sagt, ich bin Anhänger der Hip-Hop-Kultur und ich mache jetzt einen Hip-Hop-Song, dann ist das der erste deutsche Rapper des Hip-Hops. Es gibt andere Deutsche, die gerappt haben, die aber wiederum auch nicht von sich sagen würden, dass sie Rapper sind. Und diese Selbstzuschreibung, das sind für mich entscheidende Punkte. Deswegen Heinz Erhardt in allen Ehren, der hat Sprechgesang gemacht. Ein Rapper, schwierig. Obwohl es von 1989 diesen wunderbaren Willy Winzig Heinz Erhardt Rap-Song gibt, der übrigens von denselben Leuten produziert wurde, die die Hamburger Arroganz in den 80ern gemacht haben, wo auch schon Leute sagen, okay, das ist Hip-Hop, schwierig. Und der Produzent dieser Crew hat dann in den 90ern Blümchen gemacht. Also irgendwas muss ja mit Heinz Erhardt dann sein, weil sonst kommt es zurück wie ein Boom, 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 Bumerang. War das bei ihr? Ja, ich glaube. Cybox fragt, Top 3 underrated New York MCs aus den 90er Jahren. Ich musste so ein bisschen überlegen. Sind für mich Godfather Don, Tretch von Naughty by Nature, der wird so gut wie nie in Aufzählungen der besten Rapper erwähnt. Ich finde ihn als Rapper tatsächlich ziemlich krass. Was die Beats betrifft, bin ich nicht immer bei Naughty by Nature dabei. Dieser New Jack Swing-eske Einschlag, den die da in den Produktionen immer hatten, fand ich manchmal schwierig. Und J-Roll the Damager ist tatsächlich für mich ein großartiger MC, wird aber nie genannt und inzwischen sogar von vielen gedisst, keine Ahnung. Ich habe die immer gerne gehört und mir hat das gut gefallen. So, Motherfunker McFunk. Moin Falk, mich würde mal interessieren, ob du die Goats auf dem Schirm hast. Die Frage ist wahrscheinlich überflüssig, kennst du bestimmt? Nee. I'm not your typical Indie-Rap-Artist. Und ob du weißt, ob die Jungs nach den Goats noch was gemacht haben und natürlich, was du davon hältst. Für mich war Tricks of Shades eines der ersten Hip-Hop-Platten, die ich richtig gefeiert habe. Beste Grüße aus dem Pott. Goats fand ich okay. Der Song war ja unausweichlich. Also, I'm not your typical American ist ja ein riesen brutaler Hit gewesen. Ja. Das war es dann schon. So richtig meins war es, wie gesagt, nicht. Ich habe mal jetzt nachgeguckt, was sie danach gemacht haben. Also sie spielen manchmal noch live so. Und der eine hat 2009 noch ein Album gemacht. Irgendwas mit Landlord. Aber ja, sonst darüber hinaus muss ich zugeben, weiß ich nicht, was die Jungs machen. Christian Hentges fragt, oder Hentges. Hentges. Obwohl Odd Future sich aufgelöst haben, droppen immer wieder neue Merch-Kollektionen auf der Odd Future-Webseite. Weißt du, wer da mittlerweile dahinter steckt? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht lizenziert haben und sich sozusagen, ne, das Geld dafür noch reinziehen. Aber wer konkret? Impressum gibt es da nicht, ne? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es würde mich auch interessieren, wenn es jemand weiß, gerne bitte in die Kommentare knallen. So, letzte Frage für heute.
DUP974. Hallo Falk, ich hätte eine interessante Frage. Würdest du sagen, dass Pillard und Snugger und der restliche Ruhrpott viel für Hip-Hop gemacht haben? Ja, natürlich. Also, Pillard und Snuggert haben viel für Ruhrpott-Hip-Hop gemacht und damit natürlich auch für Gesamt-Hip-Hop. Und der Ruhrpott-Hip-Hop natürlich, also gar keine Frage. Auf jeden Fall. Manchmal kann es so einfach sein, ne? Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr wieder zahlreich zugeschaut habt bei Frag Falk. Und wenn ihr mir Fragen stellt, hier in der Kommentarleiste oder im Community-Tab hier oben, der Martin liebt mich schon, dass ich ihn immer hier vor euch opfere so mäßig, dass er da so irgendwelche Tricks machen kann. Im Übrigen, Martin, ein leuchtender Finger ist wirklich ein leuchtender Finger und nicht irgendwie einfach nur einen Zoom, ne? Aber das kriegst du noch hin. Also im Community-Tab einfach Fragen an mich stellen und keine Sorge, ich mache immer nur 20 Minuten. Ich sammle die Fragen, also die sind nicht verloren, aber ich kann sie natürlich nicht alle beantworten auf einmal. Deswegen, ich sammle die und es kommt dann hoffentlich alles irgendwann zum Schluss oder so irgendwie. Ja, ihr kriegt das schon hin. Bis nächste Woche bei Frag Falk, macht's gut. Ja, wirklich jetzt, die haben wirklich hier wegen meiner Kappe, aber ich finde meine Haare eigentlich viel, viel, viel krasser so. Ich habe jetzt echt überlegt, mir einen Fukuhila wachsen zu lassen. Was hältst du davon? Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Fand ich früher schrecklich, aber ich glaube, heut gefällt es mir. So, aus.